Meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Vlog auf diesem wunderschönen Kanal. Wir sind heute in, wie heißt das? Roermond. Das ist hier so eine... Designer-Outlet. Designer-Outlet. Denn wir sind ja am Wochenende in Köln, das ist nur eine Stunde hiervon entfernt, beim Ama Eli Cup und hoffen, dass wir ein paar Earnings holen. Wir gehen hier ein bisschen shoppen. Ich habe eine Stunde gepennt von, ich glaube, 3 bis 4. Und um 4:30 sind wir, oder um 4:30 sind wir aufgewacht und los. Ich nehme euch ein bisschen mit, gucken, ob es irgendwas Schönes gibt. Sieht auf jeden Fall geil aus. Ich zeige euch das Ganze mal. Und haben wir viel Spaß hier. Es ist hier wie so eine kleine... Oh, wie so eine kleine Stadt. Voll süß gemacht, aber es ist so gottlos voll, Digga. Samstag, die haben erst seit einer Stunde auf. Ist halt, ne, Weihnachten ist jetzt ein Monat und Black Friday heißt, hier ist alles reduziert oder viel. Bei Aldi, das war eben auch alles irgendwie so 30%, 40%, 50%. Aber viel ist halt auch schon weg, ne? Aber das ist echt, also was hier los ist, Alter, crazy. So, Freunde, wir wurden fündig. Ich habe mir einen Hoodie geholt bei West Baby, meine Freundin auch. Es ist aber so, es ist so eklig, weil es regnet und die Leute sind so dumm. Die Leute hier sind so dämlich, die bleiben alle bei der Hälfte stehen, die stehen im Laden rum, es ist nass. Die Hälfte geht mir richtig auf die Eier, es ist so anstrengend, aber wir kämpfen uns durch. Der Prater, ich habe einen neuen Schuh gefunden. Aber der ist krass reduziert, sag ich dir ehrlich. Der ist reduziert? Der kostet jetzt 670 oder so und im Laden ist es besser. Also den würde ich schon bei mir hier sehen. Mal visualisieren, weißt du? So, Freunde, sind wir endlich im Hotelzimmer angekommen. Eigentlich muss man sagen, gut. Schön geräumig, hast hier Platz. Ich zeige euch gleich meine Auswahl. Wir haben 4 geholt tatsächlich. Zeige ich euch jetzt gleich. So, Freunde, wir haben 4 Sachen von Nike. Einmal ein Shirt. Hard work pays off, ja, weil wir so viel im Training sind, Kappa. Running, ja, weil ich so ein guter Renner bin. Dann die Jacke, übertrieben geil. Guckt mal. So ein bisschen, könnte eigentlich fast sogar eine Fußballjacke sein. Mies geil. Und noch ein Sportoberteil. Weil ich will ja bald wieder anfangen mit Fitness. Ihr wisst, wie es ist. Mit so einem dünnen Stoff, aber sehr, sehr geil. Die alle 4 zusammen. Halt euch fest. Alles von Nike. Da war Rabatt drauf und ab 60 Euro bekommt man nochmal 30%. Schätzt jetzt schnell. Komm, schätzt jetzt schnell zu Hause. Ich sag's euch. 104 Euro. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Normalerweise würde ich das online bestellen. Pro Shirt würde ich wahrscheinlich locker einen 30er zahlen. Bin schon bei 60. Und dann die kostet eigentlich 84 Euro. Überlegt mal. Ich habe eigentlich... Der ist krass. 100 Euro? Das hat mein Freund sich geholt. War auch reduziert 200. Aber mach's mal weg hier, Gucci. Mal weg da jetzt. Aber wenn du überlegst, guck mal. Der kostet eigentlich 84. So, dann holst du noch 2 Shirts, dann bist du schon bei über 100. Theoretisch das und das für einen Huni. Das und das waren theoretisch geschenkt. Voll geil. Und den habe ich noch gut vom Worst Behavior auch reduziert. Eigentlich, was war der eigentlich? 80er? War, keine Ahnung, 62. Super. Schön oversized. Ist vielleicht hier ein bisschen zu weit, aber passt. Sehr gemütlich. So, Freunde, wir gehen jetzt einmal hier mit Maus, ja, mit Maus und Tastatur rein. In dieses XP-Land, ich war da selber noch nie drin. Die gehen mit der Maus, die gehen mit der Tastatur, damit holen wir morgen nichts. Hier wird morgen die Magie passieren. Digga, wie cool das aussieht. Hier ist aber jeder PC. Hast du 2 Monitore dran. Hast eine Mic, hast eine Cam, Stream Deck. Ich wollte eigentlich meine Sachen anschließen, kann man jetzt noch nicht machen. Die sagen einem Bescheid. Du suchst mir nachher ein Setup aus und dann wird hier morgen Earnings Gold, Freunde. So, Freunde, wir sind bei Kutret. Meine Freundin hat Basic Kebab, Killer mit Bulgur. Ich habe einen Grillteller mit Bulgur. Vielleicht kommt noch ein bisschen Brot. Boah, ich sag euch am Ende, wie es war. Alter, Alter. Ein schönes Baklava mit Eis. Noch nie gegessen mit Eis. Muss so gut sein. So, von ein kleines Fazit zum Restaurant. Also kann man empfehlen, ist okay, war lecker. Würde ich eine solide 7,5 von 10 geben, oder? War schon krass. Findest jedes Restaurant krass. Skala von 1 bis 10? 7. Ja, so 7,5. War lecker. Baklava war gar nicht so meins, muss ich ehrlich sagen. Habe ich zwar gegessen, aber war jetzt nicht so geil. 7,50 Euro schon ein bisschen teuer. 65 Euro für 2 Personen, wenn ich jetzt wieder höre, ist eine 7. Frechheit. Wir machen heute nichts mehr, wir chillen. Dann geht's morgen in den Cup, in dem Sinne. Okay, Freunde, ich habe mich jetzt doch nochmal spontan umentschieden. Ich melde mich doch jetzt schon an, da ich wenigstens OBS drin bin, mich einmal in Twitch eingeloggt habe, falscher Gang. Da ich mir schon mal einen guten PC raussuche, einen guten Spot, wo ich mich wohlfühle. Ich habe so Bock hier zu zocken. Ich sag ehrlich, ich hatte die ganze Zeit ein bisschen Angst. So von wegen, was ist, wenn du einen Kackmate bekommst? Jetzt nicht böse gemeint, aber wenn jemand gar nicht zocken kann, du bist abgefuckt. Aber ich habe so Bock hier zu zocken. Selbst wenn Mate shit ist, habe ich trotzdem Bock. Okay, also, was hier der Fall ist, es gibt eine Sitzordnung. Das heißt, man kann sich jetzt nichts aussuchen. Was ich aber sagen muss, die Cams sind voll gut. Guck mal, ich wusste gar nicht, dass die Elgato so gute Kamera hat. Guck mal. Guck mal, wie die aussieht. Ich sag euch ganz ehrlich, oder? Die gefällt mir aller. Vielleicht nehme ich mir die als Streaming-Cam und mache meine Sony, die ich aktuell habe, als Dings. Ich muss schon überlegen, ob ich irgendwas mitnehmen lassen kann, aber ich glaube schwer, oder? Meine die so kleine Mikro-Abschraubi-Abschraubi? Oder hier so ein... Vielleicht die Cam, Alter. Einfach so auf Undercover. Ich habe so Bock hier zu zocken, Digga. Das fühlt sich so cool an. Ich habe auch voll Lust, mal irgendwann mit coolen Jungs mal so eine LAN zu machen. Hier so einen kleinen Raum.
Dann auch hier einer, da einer, hier einer. Und dann eine Wind-Challenge. Alle hauen wir uns kaputt. Das wäre so cool. Ich liebe alles. Alles gut? Den brauchen wir heute? Ja, ich brauche den. Ja, Kamera vor. Kamera vor für dich. Danke. Warte ganz kurz, sag nochmal. Ich glaube, er ist totgut, oder nicht? Sag nochmal. Totgut? Es ist die Krähe. Wenn uns alle so anschreibt, dann geht's erst gut. Bei dir? Ja, oder das ist auch wichtig, diese Extra-Ecke, diese Kanal-Ecke. Sitzt du da oder? Hier, genau hier. Okay. Hier der Killer, er hätte uns auch anschreien können. Aber es ist mega cool von der Ausstattung, ja. Oder? Sieht besser aus bei dir. Was, Bruder? Wer sich heute richtig glücklich schätzen kann, ist, wenn man Noah zieht in Fortnite. Da hat man auf jeden Fall das Glückslos gezogen. Hey, Noah! Wie zufrieden bist du mit deinem Team Rot? Wen hast du? Vico und? Mandy. Und Mandy. Gut, machen wir weiter. Wen haben wir noch? Oh, fuck, Leute, wenn wir heute auch Willi treffen im Cup, wird scheiße, Mann. Dann verlieren wir safe. Du bist auch dabei? Ja, aber du bist. Das ist halt schwierig, dass du da bist. Ehrlich, dass du halt da bist, ist halt automatisch Win für dich. Du brauchst dir, eigentlich gar nicht spielen. Das jetzt zu du nimmst jemanden gut den Platz. Weißt du, was aber halt richtig geil wird? Aha. Wer sich freuen kann? Wenn Noah zieht. Für bestimmt geil. Tschüss. Ich hab persönlich gesagt, Digga, fuck. Ist mir egal, ob du sympathisch bist, aber ich hab keinen Bock, dass du mitziehst. Ich sag dir auch ehrlich, wenn du nachher diesen Ball rausziehst und du siehst so einen. Nicht scheißen, aber weil es nicht assi, aber so wie jemand, der wirklich nicht kann. Du hockst hier 2 Tage, alle haben ihren Spaß und du hockst hier wie ein Bastard und bist abgefuckt, hast gar keinen Bock drauf. Ich auch so abfuckt und so rübergehen, ein bisschen nerven. Roland Lusti! Der Nächste, ihr zwei, ich schwör's euch. Weißt du, was heute passiert, du Schwanz? Ich werde dich in Fortnite ficken und dann schrei ich über die ganze Halle. Lusti, du Pfiff. Gut, Lady. Guckt euch mal an. Guck mal, wie er macht, als Kamera aus war. Er hat Angst gehabt. Die machen jetzt nur vor Kamera, weil die wissen, ich kann nichts machen. Die sind Leute. Der weiß selber. Guckt ihn euch an. Ey, Sidney ist auch da. Was ab? Es ist die Krähe. Mach das Geräusch. Wisst ihr, was ich an solchen Events immer liebe? Oder jeder ist hier. Du triffst immer alle, mit denen man sonst zockt, mit denen man ein bisschen quatscht oder auch auf die man reactet oder so. Ich liebe das voll, das ist so cool. Das ist wie Klassenfahrt. Mit jedem Lachen, mit jedem Grinsen, mit jedem Faxen machen. Das ist Killer, Mann, ohne Scheiß. Deswegen an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an Amar und an Eli für die Einladung. Übertrieben geil hier. Wir sind jetzt halbwegs ready. Wir haben hier ein Vitavate, wir haben hier ein paar Naschis, Popcorn. Ich muss noch Pringles holen, noch das Kleines zu essen. Die Kamera wird gleich gefixt. Dann geht der Stream an und wir machen uns ready. Okay, wir machen uns Popcorn. In den Pringles. Ich hab Kaugummi dabei. Andy gönnt sich Sucuk und Ei. Und Cheese Macaroni. Alter, zeig mal. Alter, die sehen gut aus. Sind die gut? Nein, ja, sehr gut. Das ist die Krähe! Baby, einfach nur noch Rest gehen. Leg dich hin da! Ja, ja. AMK 53, bist du das wert? Bist du es? Halt die Fresse, du Bastard! Bist du es? Mädi, der Bastard hat mich nämlich gekillt, dieser Hund! Hab ihn! Willi! Bunker! Willi! Nee, ich glaube, ich mach Bunker. Was ist? Ich mach selbst Bunker rein, Mädi hier, Minis. Da oben fliegen, bim. Du Muschi! Mädi muss dich healen und wir müssen bleiben, okay? Was los? Mädi, hier nochmal bei. Mädi chill. Ja, alles gut, bin noch da, bleib doch locker jetzt. Impuls, kann ich übernehmen, den Impuls? Ah! Schön, Top 4! Top 3! Top 2! Oben im Bunker drin. Lauf! Fick deinen Arsch, der ist scheiße! Die sind scheiße! Let's fucking go, Jungs! Let's go! Yes! Let's fucking go, wir sind so gut! Wir sind so gut! Was sagst du, Bild, No-Bild? Was macht dir mehr Spaß? Ich glaube, No-Bild ist besser, weil Flo, also Magickin, ist in No-Bild auch krasser. Auch Kilian, der ist ja Velo-Gefühl Pro. Und da sind die im Aiming besser. Mir ist das egal, ich perform überall. Kannst auch machen, dass ich nur mit Pistol mache. Das ändert am Ende nichts. Ja.
es kommt gleich ein Handicap. Ich glaube in zwei Runden. Es wird jetzt also noch eine. Kriege ich jetzt Willi als Mate? Nee. Ja, auch. Auch gut. Guter Schuss. Schöner Witz. An die Leute da unten machen wir so eine kleine Kampfansage. Fick dir so ein, zwei Leute. Also Sidney und ich, wir haben bis jetzt die ersten Earnings. Ich weiß nicht, ob Willi heute noch anfangen will zu spielen. Guck aggressiv in diese Kamera. Eldos und Musti weiß ich auch nicht. Ob ihr als Handicap eingepackt Eldos seid. Eldos wurde gerade... Sind die spielen? Eldos ist Vierter oder Dritter. Aber ist ja nicht Erster. Nee. Ja. So, Stand jetzt. Wir haben eine Runde gewonnen. Jetzt ist hier irgend so eine Special-Tilt-Runde. Mert lebt noch. Aber hey, Leute, bei Mert leckt's. Mach mal alle ein bisschen Lärm für Mert. Eure Schwester, schön Zweiter werden. Mert sitzt irgendwo am Wasser. Der sitzt irgendwo unten. Oha, Rot liegt wirklich, wo er ist? Nee. Als ob. Zweite Runde, Sidney lebt noch. Ist bei euch Action oder Ruhe? Ruhe, gell? Hier passiert gar nichts. Alle sind am Campen. Und Eldos auch mal wieder raus. Olan Musti, er lebt noch. Guck mal, Chat. Guck mal, wie konzentriert er ist. Guck mal, Mashallah, diese Durek, Madurek, öff. Hier geht's um 1,5, gell? Ihr holt das bestimmt, Bro. Oh, Mert hat Stress. Ach, er ist ja mit Mickey in dem Team, Digga. Ganz vergessen. Frag mal Mickey, wie es ihm geht von mir. Vielleicht hört er mich sogar. Bruder, Alter, ist er überall? Hä? Ich geb dir einen Tipp. Weißt du, was Willi macht mit seinen Mates? Die machen, wenn einer down ist, zwei reviven und dann wieder, dann geht der andere down, zwei reviven, dass die immer 30 HP haben und dann immer Double Rest. Das können wir eigentlich auch machen. Frag mal dein Dings, sehr gut. Es ist Finale Rot gegen Mert. Finale Rot gegen Mert. Oh, so stark! Ein Gott für Flotte! Hey, unterhalb! Oh Mann, es hat gekracht, Digga. Erste Runde 9 Punkte, das war noch so, ja, ist alles okay. Zweite Runde gewonnen, 45 Punkte. Dritte Runde verkackt, vierte Runde war so, Fünfte Runde verkackt, sechste verkackt, siebte verkackt. Bruder, wir haben nur verkackt, wir sind Top 15, es geht noch. Morgen sind ja nochmal 7 Spiele, aber Digga, wir haben so gehofft. So unlucky teilweise. Egal, ich bin K.O., meine Stimme, ich bin so am Rumschreien. Ich gehe jetzt ins Hotel, duschen, auf Toilette, auskurieren, schlafen. Morgen früh neu anpacken und hoffen, dass wir morgen performen. Konstant, einmal noch einen Sieg holen, konstant Top 5, Top 6 sein. Dann haben wir es, dann sind wir da. Aber es macht sehr, sehr Spaß. So, meine Freunde, Tag 2. Heute ist Entscheidung. Und guck mal, was ich mir geholt habe. Ist für die Mentalität, versteht ihr das? Heute ist der wichtigste Tag. Heute geht's los. Tag 2. Heute zählt's. Nochmal eine Runde gewinnen. Paar Mal Top 3, Top 4, Top 5. Dann haben wir's doch jetzt. Auf! Das Wichtigste ist erstmal, ich mache mir meinen Tisch jetzt über die. Da sind ein paar Leute, deswegen wollte ich nicht diese Freche machen. Guck mal, so Mentos, Bueno und ein schönes Red Bull White, solange die noch da sind. Da stelle ich mir jetzt an meinen Platz und dann hole ich mir gleich noch mehr Snacks. Guck mal, ich mache mir meinen Tisch so krass jetzt, Achtung. Hier ist dieser Bereich, da habe ich mir Red Bull rausgeholt. Hier, keiner juckt mich nicht. Das Popcorn ist super. So, und jetzt machen wir was ganz Schlaues. Jetzt ist hier gerade keiner, guck mal. Jetzt tust du, als würdest du den ersten Gang nehmen. Ach, ich nehme mal hier eine Packung Chips. Was haben wir denn hier? Laien, da tun mir die Zähne manchmal weh. Brauchen wir nichts. Gesund brauchen wir auch nicht. Gut, die Donuts füllen sie auf. Popcorn müssen wir diese Tüte fertig machen. Und dann zeige ich euch gleich meinen Tisch. Wir haben uns ready gemacht. Chips, Popcorn, Bueno, Kinderriegel. Mentos esse ich nicht mal, aber einfach da, weil es umsonst ist. Red Bull White, das ist schon mal hingestellt. Guck mal, wie hektisch. Mit der Armsleeve. Guck mal, Kuba, Alter. Was geht denn bei dem ab? Alter, Kuba, Junge. So nämlich. Letzter Platz auf dem Look. Wo gibt's diese Armsleeves? Ja? Das ist noch nicht fertig von uns. Aber fühlt sich gut an? Boah. Richtig geil, aber der Armsleeve ist auch nicht schlecht. Schick einen zu, wenn du ein richtiger Gamer sein willst. Gerne. Ja, mach das mal gerne. Ich bin schwarz! Was? Pusche. Nee. Guck mal, der ist wieder am Ölen. Üff. Ich schwöre, ich spiele gerade die lustigste Runde und dann holt mich dieser Wichser dahin. Dieser Wichser von Willi. Aber ich schwöre, Jungs, ihr macht das. Ja, das ist das schlimmste Gefühl. Alle sind am Zocken und man selber ist out. Bruder, das fuckt mich so ab, ne? Alle sind noch am Zocken, Bruder. Ich bin der einzige Bastard, der wieder aufsteht. Vielleicht noch ein oder zwei.
Boah, das ist so schlimm, ehrlich. Was kannst du machen? Ein Junge von uns. 7 Kills. Ihr habt gute Kills, ihr macht das. Ich schwöre, ihr macht das, Musti. Fünf ist gut, ist gut, ist gut. Ist gut, Musti, ich schwöre, ist gut. Und der Wichser holt auch noch den Sieg. Ich schwöre, das packt mich so auf, dass der den Sieg holt, ne? Der holt den Sieg. Okay, meine lieben Freunde hier drinnen und natürlich an alle Teilnehmer einen tosenden Applaus für das Team von Abu, Chef Strobel und Frey. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ihr nehmt insgesamt 6.000 Euro mit, plus die 2 Siege. Das heißt 6.600 Euro. Mein Sohnemann hier, auch nochmal gerne Applaus für Reason, Hanky und Stegi. Ach du Scheiße. Wow, herzlichen Glückwunsch. Und mach du gerne den letzten Platz. Und oder der den letzte ersten Platz. Platz ist Musti, Rumatra und Aras. Herzlichen Glückwunsch. Mit Durek, ne? Ist das krank. Der Pokal muss wieder übergeben. So. Und du holst ihn schon. Und jetzt gibt es natürlich einen epischen Moment, wie man ihn auch aus der Champions League kennt. Das ist dein Pokal von dir, Rumatra und Aras. Und Musti, damit der Sieger 2023 von Aras. Die Kamera schauen. Geil. Was? Top. So, Freunde, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Vlog. Wir sind raus. Wir wurden leider 20. Es hat nicht sollen sein. Trotzdem coole Mates gehabt, das Turnier. Also für mich war das das beste Event, wo ich jemals war, würde ich sagen. Es hat übertrieben. Ich könnte jede Woche so einen Cup haben. Und wenn es nur um den Fuffi geht, das macht so Laune. Deswegen, Freunde, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, gerne einen Kommentar. Sagt auch gerne mal, wie euch der Schnittstil gefällt oder generell die Vlogs oder die letzten Videos. Wir haben einen neuen Cutter, der das macht. Habibi Panda ist arbeitslos ab jetzt. Nein, der macht die Thumbnails. Sagt da gerne mal in den Kommentaren Bescheid. Lasst gerne ein Abo da, es kommen jetzt wieder regelmäßig Videos. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und die Krähe ist raus.